Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Vorstellung des neuen Buchs von Gerhard Schick und der anschließenden Diskussion mit Dr. Lammert. Schön, dass so viele von Ihnen dabei sind. Unser Thema ist diesmal: Gewinnt die Bank immer? Und das meint natürlich nicht nur die Banken, sondern die gesamte Finanzindustrie. Mein Name ist Britta Langenberg. Ich war lange Wirtschaftsjournalistin, zuletzt beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Inzwischen arbeite ich als Vorsorgeexpertin hier bei Finanzwende und werde heute als Moderatorin durch das Gespräch führen. Bitte wundern Sie sich nicht, dass Sie noch stumm geschaltet sind. Ich werde gleich noch ein paar technische Hinweise dazu geben. Ich sehe im Augenblick aber, dass immer noch weitere Teilnehmer sich einwählen, möchte aber ganz gerne auch pünktlich mit der Agenda anfangen. Wir beginnen den Abend mit einer knappen Vorstellung unseres Vorstands Gerhard Schick zu seinem neuen Buch. Der Titel „Die Bank gewinnt immer“ zeigt schon an, wie er die Frage des Abends beantwortet. Im Folgenden diskutiert er die Frage mit Herrn Dr. Lammert, dem Vorsitzenden der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ein ganz herzliches Willkommen, Herr Dr. Lammert. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Dann möchte ich auch gleich die Gelegenheit nutzen, Sie kurz vorzustellen. Sehr vielen unserer Zuschauer wird Ihr Name und Ihr Wirken ein Begriff sein. Dr. Norbert Lammert war sein Leben lang leidenschaftlicher Parlamentarier, deshalb hier nur drei kurze Schlaglichter. Seine Heimat liegt tief im Westen. Dr. Lammert ist aufgewachsen in Bochum. Er hat dort und in Oxford Politik und Sozialwissenschaften studiert. Heute ist er Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zuvor war er 37 Jahre lang für die Christdemokraten im Deutschen Bundestag. Von 2005 bis 2017, also volle drei Legislaturperioden und was für welche, amtierte er als Präsident des Deutschen Bundestages. Damit bekleidete er das zweithöchste Amt im Staat länger als fast alle anderen. Und außerdem gilt Herr Dr. Lammert als ein Mann des treffsicheren Worts. Nochmals willkommen, Herr Dr. Das passt mit dem treffsicheren Wort, denn sprechen wollen wir ja heute über das neue Buch von Gerhard Schick. Den Autor möchte ich ebenfalls kurz vorstellen. Dr. Gerhard Schick stammt aus Hechingen in Baden-Württemberg, am Westrand, wie ich gelernt habe, der Schwäbischen Alb. Er ist promovierter Volkswirt. Von 2005 bis 2018 saß er als Mitglied der Grünen im Bundestag. Dort war er unter anderem finanzpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Seit 2018 ist Gerhard Schick Vorstand von Finanzwende. Er begleitet den Finanzmarkt nun kritisch als Stimme der Zivilgesellschaft. Beide Diskutanten waren lange Parlamentarier und sind, was bemerkenswerter ist, aus eigenem Antrieb ausgeschieden. Und beide bestimmen den gesellschaftlichen Kurs heute immer noch mit. Viele der Entwicklungen, die Gerhard Schick umtreiben, schildert er in seinem neuen Buch. Einige davon stellt er uns jetzt in seinem Impulsvortrag vor. Bitte, Herr Schick. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite herzlich willkommen heute Abend. Titel und Untertitel, in diesem Fall ganz bewusst mit zwei unterschiedlichen Aussagen gewählt. Die Bank gewinnt immer, bezieht sich auf den finanziellen Schaden von Fehlentwicklungen am Finanzmarkt, auf die ich hinweisen will. Aber mir geht es nicht nur um den finanziellen Schaden, sondern, wie der Untertitel sagt, es geht auch um den gesellschaftlichen Schaden, wie der Finanzmarkt die Gesellschaft vergiftet. Und ich habe mir das mit dem Wort Vergiftung sehr gut überlegt, weil ich glaube, dass an vielen Stellen das wirklich eine sehr schädliche Wirkung ist, die vielleicht nicht so ganz sofort wahrnehmbar ist, die wir aber, wenn wir genauer hinschauen, sehen können. Ich will das heute Abend an vier Punkten deutlich machen, die in dem Buch neben anderen eine Rolle spielen und möchte gern starten. Nächste Folie bitte. Mit dem Punkt Kriminalität am Finanzmarkt. Das ist für mich eine Erkenntnis gewesen, die ich auch erst im Laufe der Zeit
gewonnen habe, wie groß das Kriminalitätsproblem am Finanzmarkt, und zwar gerade auch in Deutschland, ist. Und ich möchte da auch deutlich machen, dass es eben nicht nur um den finanziellen Schaden geht. Wenn wir uns den Wirecard-Skandal anschauen, also dieses Münchner Unternehmen im DAX notiert gewesen, dann ist der finanzielle Schaden über 3 Milliarden für Anleger, die da viel Geld verloren haben. 1,9 Milliarden sind irgendwie verschwunden oder nie da gewesen. Ich glaube aber, der Schaden reicht weit über das Finanzielle hinaus. Wenn man mit ausländischen Gesprächspartnern spricht, dann merkt man eben, wie das den Ruf auch von Deutschland als Finanz- und Wirtschaftsstandort in Frage zieht. Und wenn man darüber hinaus nochmal schaut, was das auch für das Vertrauen von Menschen in die Funktionsfähigkeit unserer Strukturen, unserer Institutionen macht, also dass Testate von Wirtschaftsprüfern eben nicht mal bedeuten, dass so ein Riesenbetrug aufgedeckt werden kann. Und wenn man sieht, dass dann selbst die Spitzen unseres Staates, Kanzlerin und das Bundesfinanzministerium sich da haben einspannen lassen von einem Unternehmen, was offenbar von Kriminellen gesteuert worden ist, das ist schon ein Schaden, der über das Finanzielle hinausgeht. Das gilt auch für das zweite Beispiel, Cum-Ex, wo es sehr lange gedauert hat, bis Deutschland sozusagen wirklich diskutiert hat, was da passiert ist. Der finanzielle Schaden über 10 Milliarden, wenn man die Cum-Ex-Geschäfte im engeren Sinne nimmt, wenn man die damit verbundenen Cum-Cum-Geschäfte dazu nimmt, über 34 Milliarden, der ist schnell beziffert. Aber was meine Gespräche mit vielen Menschen eben auch zeigen, ist, dass der Schaden darüber hinausgeht, das Vertrauen in die Politik, wo viele Akteure eine problematische Rolle gespielt haben bei Cum-Ex, auch die Meinungsbildung, wenn sozusagen das problematische Gesetz direkt vom Bankenverband praktisch geschrieben worden ist, oder auch in die Wissenschaft, wenn sich einige haben da einspannen lassen, um Geschäfte als legal darzustellen, die es eindeutig nicht gewesen sein können. So, da ist der Schaden, glaube ich, weit mehr als der finanzielle Schaden. Das gilt in besonderem Maße für Geldwäsche. Was wir häufig in Deutschland so ein bisschen abtun, das ist ein Problem vielleicht von anderen Ländern und so. Naja, das Schlimme ist, dass es eben nicht nur in Deutschland die Immobilienpreise nach oben treibt, wenn viele Leute für Geldwäsche Immobilien in Deutschland kaufen, sondern auch Geldwäsche ist eben ein Teil der kriminellen Strukturen. Es ist Teil der organisierten Kriminalität und es muss schon irritieren, wenn eben auch Institute aus Deutschland in diesen Strukturen intensiv drin sind, wie zuletzt bei diesen Geldwäsche-Files vor kurzem deutlich geworden ist. Und wenn man an dieser Stelle lax ist, wenn an dieser Stelle man zulässt, dass am Finanzsektor so große Summen gewaschen werden können, dann unterstützt man damit Kriminalität oder auch Autokraten, die ihre Länder ausplündern. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf den Fall der Danske Bank, wo die Deutsche Bank dabei war, eingeht, wo es ja um viele Milliarden geht, die aus dem russischen Bereich gewaschen worden sind. Das vierte Beispiel, der Anlagebetrug. Praktisch jedes Jahr, in dem ich im Bundestag mich mit diesem Thema beschäftigt habe, gab es irgendwie einen größeren Anlagebetrug, wo also Zehntausende von Bürgern viel Geld verloren haben, weil Kriminelle ihr Spiel gemacht haben am Finanzmarkt und es hat relativ wenig Resonanz gefunden. Ich will eine Begebenheit da noch einbringen, die es für mich sinnbildlich gemacht hat. Ich habe mal einen Staatsanwalt aus Italien in den Finanzausschuss eingeladen und der hat uns gesagt, dass praktisch bei jedem Mafia-Fall, den er in Italien bearbeitet, Geldwäsche über Deutschland eine Rolle spielt. Und diese Rolle, die Deutschland da auch in den internationalen Strukturen hat, wird bei uns zu wenig wahrgenommen, meine ich. Ich komme zum zweiten Punkt, Ungleichheit. Es wird häufig in Deutschland über Ungleichheit diskutiert. Die Schere geht auseinander, die Stichworte sind bekannt. Aber meistens geht es da um Löhne um Steuern. Und ich finde, wir sollten uns klar machen, dass es eben da eine große Rolle auch des Finanzmarkts gibt, wenn es um die Ursachen von Ungleichheit geht. Der heutige Finanzmarkt ist eine Umverteilungsmaschine von unten nach oben und es ist zu wenig im Blick. Das eine Thema, private Überschuldung, ist eins, das in Deutschland, obwohl fast 7 Millionen Menschen betroffen sind, sehr selten überhaupt in den größeren Diskussionen unseres Landes auftaucht und auch die Rolle des Finanzsektors dabei. Wir haben uns das mal angeschaut,
Finanzwende aus und haben einen Testkauf organisiert und geschaut, wie werden eigentlich Konsumentenkredite in Deutschland vertrieben. Und was man sieht ist, dass häufig Leute, die gerade mal kurzfristig einen Kredit zur Überbrückung brauchen, dann mit Zinsen teilweise über 20% eher weiter ins Problem hineingetrieben werden, in die Überschuldung hineingetrieben werden. Ähnlich gilt, ist es bei zu hohen Dispozinsen, wo Leute, die kurzfristigen Finanzierungsprobleme haben, teilweise über 13% Zinsen zahlen und das in der Niedrigzinsphase. Oder hohe Inkassogebühren, die aus einem kleinen Problem ein großes werden lassen. Ich finde, wir müssen thematisieren, dass da manche Akteure am Finanzmarkt eine problematische Rolle spielen. Und leider sind es nicht nur ein, zwei üble Privatbanken, sondern es ist leider ein etwas breiteres Phänomen. Der Immobilienmarkt spielt bei der Entwicklung der Ungleichheit eine besondere Rolle und das ist 1:1 mit den niedrigen Zinsen, also mit einem Finanzmarktproblem verbunden. Und ich will ein weiteres Beispiel nennen, wo ich kein Verständnis habe, dass man das immer noch nicht in den Griff bekommen hat, der Hochfrequenzhandel. Ganz wenige verdienen zulasten der großen Masse der Anleger oder der Leute, die für das Alter vorsorgen wollen. Das hat mal jemand ausgerechnet, eine Studie aus Großbritannien, die sagt, letztlich ist es wie eine Steuer am Finanzmarkt, wo etwa 5 Milliarden Dollar abgezogen werden, die wenige Hochfrequenzhändler verdienen. Und ich finde, wir müssen diese schädliche Wirkung des Finanzsektors bei unserer Verteilungsdiskussion stärker berücksichtigen. Das fehlt mir an vielen Stellen. In der nächsten Folie noch ein kurzer Blick auf das Thema Klima. Dort wird die Rolle des Finanzsektors inzwischen etwas stärker thematisiert als noch vor einigen Jahren, was gut ist. Der heutige Finanzmarkt, so eine Studie der Bank of England, finanziert eine Erderwärmung von 4 Grad. Und natürlich muss man bei der Frage des Klimas über Kohlekraftwerke und Verbrennungsmotoren reden. Aber es ist eben auch die Frage, warum ein Finanzsektor noch in dieser Art und Weise in langfristig nicht sinnvollen, ökonomisch, ökologisch nicht sinnvollen Investitionen involviert ist. Das derzeit noch wertvollste Unternehmen wohl, wenn man eine Börsenemission hochrechnet, ist die saudische Ölfirma Aramco. Und das im Jahr 2020. Da stimmt eben auch etwas nicht. Da wird zu stark auf die Gegenwart geschaut und zu wenig die langfristigen Wirkungen der Investitionen berücksichtigt. Und nächste Folie. Ich will auf den vierten Punkt eingehen, wo ich meine, dass es eine gefährliche Fehlentwicklung gibt durch die Digitalisierung am Finanzmarkt. Inzwischen wird über die Macht von Facebook und Co., also Amazon und Google und Apple, mehr diskutiert als noch vor einigen Jahren. Das ist gut so. Es gab unlängst eine größere Beschäftigung des US-Kongresses und eine spannende Vorlage dazu. Was noch viel zu wenig im Blick ist, dass diese gefährliche Macht gerade dabei ist, sich auf den Finanzmarkt auszuweiten. Also Facebook will mit Libra ein Zahlungssystem anbieten, was eben dazu führen würde, dass die viel zu große Macht von Facebook mit seinen Milliarden Nutzern sich auch im Finanzmarkt ausbreiten würde. Ähnlich ist es bei Google Pay und Apple Pay. Ich meine, man muss, wenn Unternehmen schon so groß und mächtig sind, dass man sie als problematisch groß ansieht, ihre Ausweitung auf den Finanzmarkt dringend stoppen. Wenn man sich aber die Beschäftigung mit den großen Digitalkonzernen anschaut, dann fehlt es an Vorschlägen diese und überhaupt an der Analyse, dass diese Ausweitung hochproblematisch wäre. Und, ich habe das Stichwort BlackRock hier genannt, es fehlt immer eine der großen Datenkraken, nämlich die Finanzdatenkrake BlackRock. Ihren Weg und Aufstieg gepflastert ist von Interessenkonflikten, weil eben an vielen Stellen Informationen, die man auf der einen Seite bei öffentlichen Aufträgen bekommen hatte, möglicherweise auch entscheidend waren, dass man am Markt erfolgreich war. Ich meine, man muss aufpassen, dass hier nicht erneut eine too big to fail, also eine Situation entsteht, in der manche Unternehmen so mächtig sind am Finanzmarkt, dass man sie nachher, wenn sie ein Problem bekommen, retten muss. Man hat 2008 gesagt, so etwas wie die großen Banken, die der Staat retten muss, diese Zwangslage, das darf nie wieder entstehen. Ich meine, da sollte man nicht nur auf die Banken gucken, sondern sehen, dass eine solche gefährliche Machtkonzentration gerade am Finanzmarkt entsteht.
Und die bedroht unsere Demokratie, wenn hier manche Unternehmen sehr, sehr viel über den Bürger wissen und in der Lage sind, auch Systeme herzustellen, von denen die Gesellschaft insgesamt abhängig ist. Ich komme zu einem kleinen Fazit, was auch meinen Weg in Richtung Bürgerbewegung, Finanzwende gekennzeichnet hat. Meine Erfahrung ist, dass es in der Finanzmarktdiskussion gar nicht so sehr an der Expertise mangelt. Ganz viele gute Vorschläge, um an den Problemen, die ich gerade skizziert habe, etwas zu ändern, sind durchaus auf dem Tisch gelegen. In den Parlamenten oder bei den Regierungen. Sie haben sich aber letztlich nicht durchsetzen können. Das ist auch das, was mich sehr stark irritiert hat in den letzten Jahren, dass eben die wirklichen Konsequenzen aus der Finanzkrise von 2008 nicht gezogen worden sind, sondern die meisten Geschäftsmodelle nach wie vor unverändert sind. Ich meine, das Thema Finanzmarkt muss stärker raus aus der Fachnische. Ich habe wahrgenommen, dass der Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex unter den Untersuchungsausschüssen wahrscheinlich der war, der am wenigsten mediale Resonanz gefunden hat, weil viele irgendwie mit Finanzthemen auch wenig anfangen können. Ich nehme wahr, dass viele Akteure, die so über unsere Gesellschaft diskutieren, sich bei den Finanzmarktthemen irgendwie immer nicht trauen, das zu tun. Und ich meine damit nicht, dass jeder ein Finanzmarktexperte sein muss. Da sind wir ja in anderen Fragen, wo es eine gesellschaftliche Diskussion auch nicht. Aber genauso wie man das Thema Atomkraft oder das Thema Einwanderung oder Arbeitsmarkt gesamtgesellschaftlich diskutiert, braucht es stärker eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über die schädliche Rolle des Finanzmarkts, weil das eben nicht nur ein finanzieller Schaden ist und nicht nur ein Problem an diesem Markt ist, sondern weil es Wirkungen auf den Rest der Gesellschaft hat. Und ich meine, es braucht ein gesellschaftliches Gegengewicht zur Finanzlobby. Wir versuchen das mit Finanzwende auch mit Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen, weil die Ursache, dass die vielen guten Vorschläge zur Überwindung dieser Probleme nicht durchkommen, hat damit zu tun, dass dann, wenn in der Gesellschaft keiner auf diese Themen guckt, es leicht fällt, bestimmte Einzelinteressen durchzusetzen. Das könnte ich jetzt an vielen Beispielen durchdeklinieren, vielleicht kommen wir nachher in der Diskussion drauf, aber es ist eben schon irritierend, wie selbst nach der Bankenkrise von 2008, die unsere Gesellschaft in eine Ausnahmesituation gebracht hat, es nicht gelungen ist, wirklich grundlegende Veränderungen der Geschäftsmodelle durchzusetzen. Soweit die kurze Präsentation, ich hoffe allgemein verständlich zu dem, was mich bewegt, warum ich meine, die Bank gewinnt immer. Es gibt da eine Schieflage in unserer Gesellschaft, vor allem aber auch, weil es nicht nur um einen finanziellen Schaden geht, sondern auch um eine schädliche Wirkung des Finanzmarkts, wie auch heute ist, auf unsere Gesamtgesellschaft. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank für den Parforce-Ritt durch den Finanzmarkt, Gerczyk. Vor der Diskussion, vielleicht können wir dazu die nächste Folie sehen, würde ich gerne noch einen kurzen Hinweis für die Zuschauer geben. Wenn Sie Fragen haben, das haben wir hier jetzt nochmal eingeblendet, wie Sie sich melden können. Technische Fragen richten Sie bitte an den Chat. Dort hilft man Ihnen dann umgehend. Inhaltliche Fragen schreiben Sie bitte in das Frage- und Antwortenfenster. Wir sammeln sie dort, lesen später einige vor und beantworten sie. Das Verfahren hat sich so eigentlich immer ganz gut bewährt. Ich möchte Gerhard Schicks Fazit etwas später wieder aufnehmen und zunächst mal eine Frage an Sie richten, Herr Dr. Lammert. Sie haben als Bundestagspräsident ja eine Menge erlebt. Die große Finanzkrise 2007, ab 2007 fiel in Ihre Zeit ebenso wie die Aufarbeitung der Folgen. In der akuten Phase wirkten Parlament und Regierung damals ein bisschen wie getrieben. Haben Sie damals den Staat auf Augenhöhe mit der Finanzwirtschaft wahrgenommen? Und wie sehen Sie das heute? Ich beginne mal mit dem eher allgemeinen Hinweis, dass es wohl zum Charakter von Krisen gehört, dass sie die Betroffenen vor sich hertragen. Und dass insofern sich natürlich dann auch
politischen Institutionen, auch Verfassungsinstitutionen, sich prinzipiell in einer sehr ähnlichen Situation befinden wie andere auch. Schon gar, weil Krisen, schon gar spektakuläre, dramatische Krisen, ja meistens weder überhaupt noch im Zeitpunkt noch im Ausmaß vorhersehbar waren, jedenfalls nicht vorhergesehen wurden. Und deswegen dieser Effekt beinahe in der Natur der Sache. Die Frage, ob hier staatliche Institutionen im Umgang mit den jeweiligen Krisen eher Herr des Verfahrens geblieben oder wieder geworden sind oder nicht, kann man mit jeweils beachtlichen Argumenten sicher unterschiedlich beantworten. Meine persönliche Wahrnehmung der damaligen Finanzkrise ist, dass sie ja kurz vor einem Systemkollaps stand, der am Ende eigentlich nur durch staatliche Interventionen vermieden werden konnte. Was ein doppelt aufschlussreicher Befund ist, weil es wiederum nach meiner Wahrnehmung keine andere Wirtschaftsbranche gab, die sich mit ähnlicher Heftigkeit und übrigens auch bemerkenswertem Erfolg gegen staatliche Interventionen und Eingriffe ganz prinzipiell zur Wehr gesetzt hat, wie ausgerechnet das Bankensystem, bis dann auf den Höhepunkt der Bankenkrise ein Zustand erreicht war, in dem sich alle Banken weltweit wechselseitig das Misstrauen ausgesprochen haben. Und die einzige Systemstabilisierung nun ausgerechnet durch die Institution erfolgen musste und konnte, die nach Vorstellung eines großen Teils führender Repräsentanten dieses Systems eigentlich jahrelang als der Verhinderer von Fortschrittsentwicklungen wahrgenommen worden war. Also man kann die Rolle des Staates in Krisensituationen durchaus kritisch würdigen. Und es fehlt auch nicht an guten Argumenten, das zu tun. Aber dass andere Akteure da jeweils eine stärkere, wirkungsvollere Rolle gespielt hätten, kann ich, so schwierig jetzt auch dieser Vergleich wieder sein mag, weder für die Bankenkrise pauschal attestieren, noch für die Corona-Krise, wo eine ganz andere Art, aber wiederum von staatlicher Regulierung in einer Krisensituation gefordert. Ich würde gerne mit einer Nachfrage nochmal den Bogen zur Jetztzeit schlagen und nochmal nachfragen. Wie sehen Sie es denn heute? Haben sich die Retter, der Staat, der damals die Banken gerettet hat, hat sich das denn in der Wahrnehmung der Branche, wir sind ja jetzt 13 Jahre danach, auch festgesetzt? Oder haben Sie den Eindruck, die Rollenverteilung ist geblieben, wie sie zuvor war. Also die Banken sagen, reguliert uns nicht. Und der Staat sagt, ja, aber so einfach geht es nicht. Ja, da habe ich jetzt auch kein subjektiv sicheres Urteil. Ich kann Ihnen da nur einen vorläufigen Eindruck wiedergeben. Ich beginne mal anekdotisch. Ich habe in meiner Amtszeit als Bundestagspräsident zweimal beim Deutschen Bankentag geredet. Dass ich nach meinem ersten Auftritt überhaupt ein zweites Mal eingeladen wurde, bin ich dann ein bisschen überrascht, weil schon der erste Auftritt nicht besonders freundlich ausgefallen war. Aber während der erste vor der Krise stattgefunden hatte, hat der zweite hinterher stattgefunden. Und damals habe ich meinen Eindruck wiedergegeben, dass nach der Vermeidung des großen Desasters durch staatliche Intervention, nach der nicht nur Ankündigung, sondern Durchsetzung von Re-Regulierung, über deren Ausmaß man jetzt auch wieder kritisch miteinander reden kann, an vielen Stellen mir im Bankensystem der fröhliche oder nicht fröhliche Überbietungswettbewerb längst wieder eingesetzt zu haben scheint, der eine der wesentlichen Ursachen für die krisenhafte Zuspitzung gewesen war. Ich müsste aber eigentlich auch um das, was Gerhard Schick in seinem Buch beschreibt und für meinen Geschmack vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu schnell pauschaliert, eine auch allgemeine Bemerkung machen dürfen, wenn Sie mir das freundlicherweise noch erlauben. Und die betrifft die Frage, ich bin ja kein Finanzfachmann. Ich habe mich
mit den Entwicklungen im System im Einzelnen natürlich annähernd so gründlich beschäftigt, wie er das über viele Jahre getan hat. Aber nach meinem Eindruck ist eine der spektakulärsten Veränderungen, die es in der Wirtschaftsgeschichte der Menschheit überhaupt gegeben hat, in den letzten 25 Jahren beinahe ohne öffentliche Wahrnehmung. Hat beinahe ohne öffentliche Wahrnehmung stattgefunden. Und das ist die völlige Emanzipation der Finanzmärkte von den Gütermärkten. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte oder mindestens seit Erfindung des Geldes hat Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende lang, das Geld eine instrumentelle Rolle gespielt zur Ermöglichung von Produktion und Vertrieb und Verkauf und Vermarktung von Gütern. Erst durch die Digitalisierung, da sind wir dann bei einem der wichtigen Stichworte, die auch in dem Buch eine Rolle spielen, ist eine explosionsartige Veränderung in unserem Wirtschaftssystem stattgefunden, die innerhalb einer extrem kurzen Zeit das Verhältnis der Größenordnungen der Gütermärkte zu den Finanzmärkten vollständig auf den Kopf gestellt hat. Während wir noch zu Beginn der 90er Jahre hatten, also vor Beginn der großen Deregulierungswelle, Gütermärkte hatten, deren Volumen weltweit 8 bis 10 Mal so groß war wie die Finanztransaktionen, befinden wir uns inzwischen gerade mal eine Generation später in fast präzise der umgekehrten Situation. Das Volumen der Finanztransaktionen beträgt ein Vielfaches des Volumens der Gütermärkte und man muss gar nicht mehrere Semester Volkswirtschaft studiert haben, um eine Vorstellung von den Hebelwirkungen zu bekommen, die sich daraus ergeben. Und da sehe ich den eigentlichen Kern des Problems in der Verselbstständigung von Finanzprozessen, die etwas unfreundlich, aber ich denke im Kern zutreffend formuliert, fast nichts mehr mit Wertschöpfung zu tun haben, sondern mit der Simulation von Wertschöpfung, sodass ein Großteil dieser artifiziellen Produkte auch mit einer gewissen Folgerichtigkeit so lange hält, wie die Einbindung stabil bleibt. Sobald die kollabiert, kollabiert das Produkt. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Lammert. Ich glaube, da rennen Sie bei Gerhard Schick offene Türen ein. Ich würde gerne später nochmal zurückkommen auf diesen Punkt, dass die Finanzmärkte und die Gütermärkte sich sehr weit voneinander entfernt haben. Das ist ja eine sehr grundlegende Analyse. Und Gerhard Schick nochmal fragen, teilen Sie die Analyse? Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, Herr Dr. Lammert rennt da Türen bei Ihnen ein. Können Sie sagen, woher das kommt oder warum das überhaupt geht, dass Geld Geld gebiert? Ich teile die Analyse. In dem Buch versuche ich stärker, diese Wirkungen sozusagen darzustellen, weil das ist für viele Menschen weit außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Also diese Unsummen an Derivaten, die irgendwo auf dem Buch der Deutschen Bank sind, die mit irgendwelchen Finanzmodellen bewertet sind, das kann man gar nicht mehr erfassen. Ehrlich gesagt, ich kann das dann auch nicht mehr erfassen. Es gibt kaum jemanden, der das noch weiß, was steht da eigentlich auf so einem Bankbuch. Das ist übrigens ein Grund, warum die Deutsche Bank nicht aufgekauft wird, weil niemand weiß, was da eigentlich wirklich drin noch stattfindet. Sondern ich versuche eher so auf die Wirkungsseite zu gehen und mal deutlich zu machen, wo merken eigentlich Menschen in unserer Gesellschaft Fehlentwicklungen? Was haben die mit dieser Entkopplung zu tun? Die Frage, wie das eigentlich entstehen konnte, ist, glaube ich, eine Mischung aus Technologie. Informationstechnologie hat dieses Entkoppeln ermöglicht, weil plötzlich es möglich war, Finanzprodukte zu ersinnen in einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit. In Deutschland gibt es weit über 1 Million von hochkomplexen Finanzprodukten, die Anlegern verkauft werden. Und das ist eine Produktionsschnelle am Fließband. Das hatte man früher nicht. Dann die Globalisierung, also die Grenzüberschreitung, hat ermöglicht, dass Sachen plötzlich international abgebildet werden können und in Vernetzung treten. Und dann ist es eben gelungen, auch nach und nach die staatlichen Regeln immer weiter zu lockern. Um nur ein Beispiel zu nennen, bis 1994 musste jedes Lebensversicherungsprodukt von einer Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Danach ist es so geworden, dass man gesagt hat, die dürfen erst mal machen, die Unternehmen, und dann muss die staatliche Aufsicht sagen, wenn was schief ist.
Das hat natürlich ermöglicht, ganz viele neue Produkte auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, wir müssen diese Entwicklung ein Stück weit zurückdrehen. Das Größenverhältnis ist falsch. Und das heißt nicht, dass ich meine, der Finanzmarkt sei insgesamt böse und schädlich, sondern in der Veränderung des Größenverhältnisses wird aus einem eigentlich produktiven Markt ein Schädling für die Gesellschaft. Also deswegen findet man in meinem Buch nicht die Aussage, jede Spekulation ist falsch. Weil natürlich der Spekulant einer ist, der Risiken auch übernehmen kann aus der Realwirtschaft. Aber in dem Moment, wo auf dem Teilmarkt plötzlich mehr Spekulanten sind als Landwirte, findet nicht mehr eine Absicherung für den Landwirt statt, sondern eigentlich eine Spekulation mit Agrarprodukten. Und ich glaube, das zu erfassen, ist für unsere Gesellschaft ganz schwierig gewesen, weil das alles nicht so sichtbar ist wie der Bau von Kohlekraftwerken oder Landwirtschaftsbetrieben, sondern sich in irgendwelchen Computernetzwerken abspielt. Wenn der Befund derselbe ist wie bei der Finanzkrise 2007 oder ab 2007, in der augenblicklichen Situation, denn der Befund, dass sich die Finanzwirtschaft sehr stark von der Güterwirtschaft abgekoppelt hat, ist ja derselbe. Dann stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wenn der Befund derselbe ist und jetzt die nächste Krise kommt, haben wir dann nicht wieder dasselbe Problem, dass wir retten müssen, um Schlimmeres zu verhüten und hinterher ist dann wieder alles vergessen? Oder glauben Sie, Herr Dr. Lammert, das könnte man ein nächstes Mal auch anders angehen? Die spannendere Frage ist ja eigentlich nicht, ob man das anders machen könnte, sondern ob und wie man es anders machen kann oder vielleicht sogar muss. Und da denke ich, wird man jetzt doch nochmal den Zusammenhang herstellen müssen zwischen den Ursachen, die die damalige Veränderung überhaupt möglich gemacht haben, und den Instrumenten, die verfügbar oder eben nicht oder nur begrenzt verfügbar sind. Wenn wir uns einig sind, dass die weitgehende Emanzipation der Finanzmärkte von den Gütermärkten überhaupt nur unter den Bedingungen der Digitalisierung möglich war. Und viele der Mechanismen, in denen sie sich abspielen, Hochfrequenzhandel, haben es zur logischen, unverzichtbaren Voraussetzung, dass beliebige Mengen von Daten global in Echtzeit verfügbar sind. Und dass eine Information, die an irgendeinem Platz der Welt vorhanden ist, prinzipiell an jedem Platz der Welt gleichzeitig verfügbar ist. Dann ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zugespitzt formuliert, eine der unangenehmen und auch vielleicht noch nicht hinreichend aufgearbeiteten Konsequenzen dieser Lage, dass es eigentlich keine Volkswirtschaften mehr gibt. Oder anders formuliert, dass Volkswirtschaften zunehmend zu Recheneinheiten werden, aber nicht mehr zu Handlungseinheiten. Unternehmen interessieren sich auch eigentlich nicht um die geografischen Grenzen sozusagen der Budgetierung von Haushalten, sondern die interessieren sich für Märkte. Und Märkte haben sich wiederum immer stärker von Geografien emanzipiert. So, und jetzt reden wir über die Frage, wie geht im Zweifelsfall wieder der Staat mit welcher Krisensituation und welchen Instrumenten um? Welche Chance hat heute eigentlich schon gar bei völlig digitalisierten Finanzmärkten, ungleich stärker als bei Gütermärkten nach wie vor, ein nationaler Gesetzgeber mit Regulierungsabsichten, die ich prinzipiell für unverzichtbar halte? Also aus meiner Bemerkung vorhin geht ja vermutlich hinreichend deutlich hervor, dass ich die damalige Deregulierungswelle für maßlos übertrieben halte. Und dass wir Schlussfolgerungen aus der Einsicht ziehen müssen, dass auch Märkte Regeln brauchen. Und Finanzmärkte offenkundig nicht weniger, sondern eher mehr als andere Märkte, wegen ihrer Intransparenz und ihrer Tendenz zur Verselbstständigung. Aber welche Chance hat der nationale Gesetzgeber, das auch nur mit einer Aussicht auf Erfolg zu regulieren? Und umgekehrt, welcher andere als ein nationaler Gesetzgeber steht überhaupt für eine Regulierung zur Verfügung? Ich will zwei Punkte dazu sagen, weil das ist eine sehr spannende Frage. Geht es überhaupt? Und fast alle Vorschläge,
die in dem Buch auftauchen, das ist jetzt nicht eine ewig lange Liste, aber ich habe ganz bewusst einige konkrete Vorschläge genannt, sind alles Sachen, die in anderen Staaten realisiert sind. Also wir können sehen, dass Kanada keine Banken retten musste 2008. Und es gibt zwei Gründe dafür. Die haben nämlich Bankenfusionen verboten von ihren Großbanken und sie haben mehr Eigenkapital gefordert. Wenn Kanada das kann, dann kann zumindest Europa das auch tun. Und da haben wir sozusagen Gesetzgebungsmöglichkeiten. Die Schweiz hat übrigens auch höhere Eigenkapitalanforderungen als Deutschland. Wenn die das kann, kann Deutschland das auch. Die Schweden haben ein besseres Altersvorsorgesystem als die deutsche Riester-Rente. Wenn die ihren Bürgern was Besseres anbieten können von Rendite und weniger Kosten, dann können wir es auch. Und so könnte ich den Beispielreigen fortsetzen. Ich wähle praktisch nur Beispiele, wo andere Nationalstaaten es besser machen als Deutschland, um genau diesem Argument etwas entgegenzusetzen. Es gibt Teile, die kann man nur international regulieren. Aber an ganz vielen Stellen könnten wir es besser machen, auf jeden Fall auf europäischer Ebene, aber auch ganz vieles national. Ganz viele Finanzprodukte sind in den USA, in Kanada, in Frankreich, in Spanien verboten, die in Deutschland verkauft werden dürfen. Warum? Ein zweiter Punkt ist, mich beschäftigt sehr stark die Frage, wie können wir verhindern, dass das Geld, was durch diese Sonderstellung des Finanzmarktes erzielt wird, investiert wird in eine Veränderung der Regeln. Und das hat mich als Parlamentarier wirklich schockiert. Also, wenn die Leute, die mit Cum-Ex, mit kriminellen Finanzgeschäften, sehr viel Geld gemacht haben, nachher sich die wissenschaftlichen Studien erkaufen, um das als legal darstellen zu lassen und damit die rechtliche Meinung zu beeinflussen. Und wenn die mitschreiben an einer Gesetzgebung zu Cum-Ex, um diese Sachen zu legalisieren, dann kriegen wir das Problem nicht in den Griff. Und das ist etwas, was ich häufig gesehen habe und was uns die Forschung auch zeigt, dass eben ein Sektor, der so übermächtig geworden ist, auch sehr viel Ressourcen hat, dann die Regelsetzung zu beeinflussen. Und das ist das, was mir wirklich Sorgen macht. Kriegen wir das noch in den Griff? Nicht, dass es an Vorschlägen mangelt, ne? Sondern kriegen wir das gesellschaftlich, haben wir die Kraft, diesem zu groß gewordenen Sektor etwas entgegenzusetzen. Ich würde gerne nochmal die Diskussion in einer Richtung weitertreiben, die mit dazugehört, nämlich den Lobbyismus. Ein bisschen ist ja auch immer die Frage, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, eine solche Gesetzgebung auf den Weg zu bringen, nutzen dann die Banken und die Finanzindustrie solche Krisen nicht auch immer insofern zu ihrem Vorteil, als dass sie versuchen, den Bundestag mit vielen Leuten, also mit ihrer Manpower und ihren Vorschlägen einfach, ich sag mal, ein bisschen müde zu spielen, sodass es noch eine zweite Hürde dahinter gibt, die genommen werden müsste. Herr Dr. Lammert, was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung? Naja, also dass es Lobbyismus gibt, ist evident. Dass er im Übrigen legitim ist, wird auch bei ruhiger Betrachtung eigentlich nicht ernsthaft bestritten. Dass man ihn transparent machen sollte, ist auch beinahe Konsens, jedenfalls solange wir es auf der allgemeinen Ebene diskutiert wird. Wie das dann am besten und überzeugendsten geht, wäre dann nochmal ein Thema für sich. Ich bin auch hier vorsichtig, was Verallgemeinerungen angeht. Richtig ist, dass nicht jedes Interesse eine gleich starke Lobby hat und dass sich daraus, wie an anderer Stelle in der Gesellschaft auch, natürlich Unwuchten und Ungleichgewichte ergeben, die schon gar Parlamente im Auge haben müssen. Dass prinzipiell in Deutschland sozusagen die Lobbyisten die ihnen passenden Gesetze präjudizierten, ist meine Wahrnehmung nicht. Ich kann das für den Finanzsektor vermutlich nicht so gut beurteilen, wie Herr Schick, der da jahrelang sozusagen an der Front gearbeitet hat. Aber wenn ich das jetzt mal verbreitere, anders kann ich es jetzt für mich nicht beurteilen, dann stelle ich doch fest, dass sich ein beachtlicher Teil des mit großem Eifer, manchmal mit missionarischem Sendungsbewusstsein geführten Lobbyismus wechselseitig relativiert, weil in allen einschlägigen Anhörungen zu Gesetzgebungsvorhaben
das, was die einen Interessenten vortragen, von den anderen genauso lautstark als völlig neben der Sache zurückgewiesen wird. Und insofern relativieren sich die Vorgetragenen mit großem Tremolo in der Stimme vorgetragenen, vermeintlich ultimativen Lösungen wechselseitig selbst. Und das ist dann nun mal die Aufgabe eines Parlaments, aus den daraus gewonnenen Eindrücken und Einsichten das eigene Urteil zu bilden. Nochmal, ich räume sofort ein, dass nicht jedes legitime Interesse mit gleichen Startchancen und gleichem Gewicht an einem solchen öffentlichen Diskurs beteiligt ist. Aber ich teile die Einschätzung nicht, dass Parlamentarier oder Parlamente der geballten Macht von einflussreichen Lobbyisten Einfluss ausgesetzt. Ich will Ihnen nicht widersprechen. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, unser ganzes System ist käuflich und sowas. Auf keinen Fall. Aber wenn man die Analyse, lieber Teil, der Finanzsektor hat ein gigantisches Größenwachstum und ist im Verhältnis zum Rest der Gesellschaft, der realen Wirtschaft etc. überstark gewachsen. Wenn man das mal auf die Frage, wie viele Ressourcen können mobilisiert werden, überträgt, dann kann einem die Beobachtung, dass in diesem Bereich besonders stark eine Schieflage gibt, glaube ich, nicht überraschen. Ich habe mal ein paar Anfragen gemacht in meiner Bundestagszeit. Erstens Nebeneinkünfte von Bundesrichtern. Das ist fast überall völlig unauffällig, bis auch beim Bundesfinanzhof. Nebeneinkünfte von Ministerialbeamten. Das ist fast überall völlig unauffällig, außer bei der Steuer- und Finanzmarktabteilung im Bundesfinanzministerium, wo es um die großen Finanzmarkt geht. Mhm. Ansonsten sind es halt, dass ein Ministerialbeamter mal nebenher Tennisstunden gibt oder Orgel spielt. So. Und so ist halt die Beobachtung, dass diese übergroß gewordene Macht des Finanzmarkts dazu führt, dass wir zwar nicht generell ein Problem haben, dass unser Staat irgendwie völlig schief wäre, aber dass in diesem Bereich diese Masse an Geld es schon zu einer gefährlichen Schieflage kommen lässt. Und ich glaube, da müssen wir für diesen Bereich dann auch besonders starke Gegengewichte herausarbeiten. Darf ich eine Gegenfrage stellen? Für mich gehört es zu den großen Ärgernissen im Umgang mit den Erfahrungen der Finanzkrise und auch der damit verbundenen Einsichten über Übertreibungen, die es zweifellos gibt. Ich könnte hier jetzt mit erstaunlichen Einsichten früherer Vorsitzender früher großer deutscher Banken dienen, die aber auch alle erst nach Ausscheiden aus den Ämtern formuliert worden sind, dass es uns nicht gelungen ist, eine Finanztransaktionssteuer zu etablieren, über deren Sinnhaftigkeit und nicht zu sagen Notwendigkeit es einen relativ großen, auch parlamentarischen Konsens gibt. So. Die wichtigste einzelne Ursache dafür, warum das nicht gelungen ist, scheint mir darin zu liegen, dass die naheliegende Bemühung, das europäisch zu tun und nicht national zu tun, am Ende an den unterschiedlichen Interessen beteiligter Länder gescheitert ist. Und da ist jetzt meine Frage an Sie, ist das das Gewicht der jeweiligen Finanzakteure oder ist es das fragwürdige Selbstverständnis staatlicher Finanzbehörden, eigene Steuerbegünstigungen für noch interessanter zu halten als Finanzstandort im internationalen Wettbewerb, als eine Besteuerung von Finanztransaktionen, die eigentlich keine höhere moralische Rechtfertigung hat, als irgendeine Art von Güterhandel, die ich selbstverständlich umsatzbesteuert habe. Das ist ein spannender Punkt und ich glaube, es ist beides. Natürlich haben bestimmte Finanzstandorte sehr früh gesagt, wir klinken uns aus der europäischen Diskussion. Als erstes Großbritannien, wo die Finanzbranche ein gigantisches Gewicht hat. Und dann haben die jeweiligen Länder immer wieder auf Ausnahmen gedrungen, die gerade für ihre Finanzbranche besonders wichtig gewesen sind, sodass am Schluss von der Bemessungsgrundlage, was noch übrig ist, wir unter einem Zehntel des ursprünglichen Vorschlags sind. Wir können aber auch beobachten, dass bei solchen Verhandlungen eigentlich die einzelnen Länder im Europäischen Rat häufig die Interessen ihrer Finanzbranche vertreten. Und da gibt es so eine merkwürdige Vorstellung von, was gut für Deutschland ist, ist auch identisch mit dem, was gut für die Deutsche Bank ist. Und ich sage mal eine Anekdote, wo mir das immer sehr gut zeigt.
Die SPD hat sich als große Kämpferin für die Finanztransaktionssteuer immer dargestellt. Aber der Finanzminister Schmid aus Baden-Württemberg übernahm völlig selbstverständlich die Position seiner Landesbank, der LBBW, die natürlich gegen die Finanztransaktionssteuer war. Und bei solchen Effekten sieht man, wie eben teilweise diese Argumentationskraft aus der Finanzbranche dann über das Parteipolitische, über das Nationale nochmal drüber geht. Also, so keine Chance. Ich glaube, beide spielen eine Rolle. Und diese merkwürdige Vereinnahmung des nationalen Interesses durch die Finanzbranche, also dass sozusagen plötzlich Parlamentarier von unserer deutschen Bank reden, die mehrheitlich im ausländischen Besitz sind, so, da habe ich auch sehr Merkwürdiges erlebt. Ja. Ich würde mich gerne noch mal einschalten und Herrn Dr. Lammert dieselbe Frage, die ich eben schon mal gestellt habe, noch mal anders stellen. Sie haben sich da so ein bisschen rausbewegt. Sie haben beim Bankenverband 2017 mal gesagt, es brauche eine Neuvermessung im Verhältnis von Politik und Wirtschaft. Ich habe Sie eben gefragt, wie die denn aussehen könnte. Ich würde Sie das gerne noch mal fragen. Wie könnte diese Neuvermessung der Rolle Politik-Wirtschaft anders aussehen? Ja, ich fürchte, dass der zweite Anlauf Sie nicht mehr überzeugen wird als der erste, weil mein Problem, für das ich selber gewissermaßen eine mich selber überzeugende Antwort nicht gefunden habe, genau die Diskrepanz ist zwischen der für mich offensichtlichen Notwendigkeit von Regulierung und den erkennbaren Grenzen der Wirksamkeit nationaler Regelung. Und da bleibe ich bei meinem Eindruck, dass beinahe für jede andere Wirtschaftsbranche die Aussichten auf nationale Regulierung größer sind als im Finanzbereich. Also ich kann Güter, Produkte, selbst Energieressourcen mit größerer Aussicht auf Erfolg, weil sie irgendwo auch lokalisierbar sind in ihrer Herstellung, in ihrer Verbreitung, mit nationaler Gesetzgebung steuern, als ich das für über Computer stattfindende Finanzgeschäfte kann. Wobei ich im Übrigen ja in der Conclusio dann wiederum relativ gutmütig bin, da wo dann Anläufe auf internationale Regulierung, mindestens europäische Regulierung, offenkundig nicht gelingen, kann die Schlussfolgerung nicht sein, dann lassen wir es bleiben, sondern dann wird man eben die zweitbeste Lösung der Besten vorziehen müssen, wenn die andere eben nicht zu haben ist. Aber wenn ich von der Neuvermessung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie spreche, die ich tatsächlich für notwendig halte, weil es zu lange die Zulassung einer Verselbstständigung ökonomischer Prozesse gegeben hat, als habe das mit Politik nichts zu tun oder als diene es dem Gemeinwohl am meisten, wenn es hier ein Minimum an staatlicher Vorgabe gibt, müssen wir bei der Frage, und wo kann mit welcher Aussicht auf welche Wirkung am ehesten eine neue politische Steuerung erfolgen, das so nüchtern wie eben möglich betrachten. An dem Punkt würde ich Sie aber gerne wirklich davon überzeugen, nochmal einen kritischen Blick auf das Verhältnis Deutschland und andere Staaten zu lenken. Denn wir können feststellen, dass Cum-Ex-Geschäfte eben in Deutschland stattgefunden haben und andere Länder waren schneller, sie zu stoppen. Es stellt die Frage, warum sind wir denn dort, wo wir was könnten, schlechter als andere Länder? Die Schweiz hat es früher gestoppt. Und wenn viele komplexe Finanzprodukte in Deutschland vertrieben werden dürfen, aber anderswo nicht, und wenn sich andere Länder die Augen reiben, warum sowas wie Wirecard bei uns stattfinden kann, während andere Behörden knackiger durchgreifen, dann finde ich, ist damit nicht in ihre These, dass man manches nur international machen kann, die ist damit nicht weg. Aber sie macht uns dann nicht untätig. Und ich habe häufig den Eindruck, dass wir in Deutschland sehr leicht in andere Richtungen weisen. Ich erinnere mich sehr gut, wie Herr Steinbrück gesagt hat, die Finanzkrise, das kam doch aus den USA, weil sich Deutschland nicht ehrlich machen wollte, dass ein Großteil auch der Finanzkrise in den USA von deutschen Landesbanken mitfinanziert worden ist
Und die Risiken, die man im Ausland suchte, waren eigentlich in den Büchern unserer Bank. Und das vermisse ich, dass wir uns in Deutschland mal klar machen, dass wir ganz besondere Probleme am Finanzmarkt haben, die wir gut selber bereinigen könnten und nicht immer nur in die große ausländische Diskussion abtreffen. So wichtig die auch ist. Ja, wobei man ohnehin ja einen Unterschied nochmal machen muss. Bei der Aufarbeitung von stattgefundenen Geschäften, die erkennbar illegal sind, und da ist mir auch ein völliges Rätsel, wie es überhaupt möglich war, dass es so lange dauern konnte, bis die nach jedem gesunden Menschenverstand abwegigen Cum-Ex-Geschäfte zum Gegenstand öffentlicher Aufmerksamkeit wurden, insbesondere auch von Staatsanwaltschaften und Gerichten. Und der Frage, wie wollen wir mit welchen Mitteln in Zukunft welche Art von Geschäften regulieren? Das sind ja zwei zwar verwandte, aber doch deutlich unterschiedliche Sachverhalte. Das Aufarbeiten, das Unterbinden, das Sanktionieren von auch unter Status Quo-Bedingungen illegalen Aktivitäten, kriminellen Aktivitäten und die Steuerung, vielleicht auch Eingrenzung, im Einzelfall vielleicht sogar Verhinderung von Aktivitäten auf Finanzmärkten, die heute legal sind, von deren Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit wir aber nicht überzeugt. Ich würde gerne nochmal auf die Folgen der Umverteilung zu sprechen kommen, die Sie, Gerhard Schick, ja in Ihrem Buch angesprochen haben, dass der Finanzmarkt von oben nach unten umverteile. Also so ein bisschen nochmal aus der Froschperspektive, von andersrum, von unten nach oben umverteile, genau. Nochmal so ein bisschen aus der Froschperspektive gucken, woran liegt das eigentlich? Ich sag mal so, Kredite sind derzeit ja unschlagbar günstig, auch für Kunden. Und ich muss mich ja eigentlich auch als Anleger nicht ausnehmen lassen. Was diagnostizieren Sie da? Sagen Sie, das ist ein systematisches Problem, diese Umverteilungsmaschinerie. Liegt das, woran liegt es? Das hat damit zu tun, dass die Regeln da weicher geworden sind. Früher sind bestimmte Sachen einfach klarer reglementiert worden und sind bestimmte Modelle des Leuten Geld aus der Tasche ziehen sozusagen unmöglich gewesen. Also gerade die Entwicklung des Derivatemarkts macht einfach unendliche Möglichkeiten, in Komplexität Menschen über den Tisch zu ziehen oder übrigens auch Kommunen. Ja, das ist ein Thema, wo wir in Deutschland wenig gesprochen haben, wie deutsche Kommunen ausgeplündert worden sind im Derivategeschäft. Das sind die Zinsderivate, haben nicht alle Kommunen mitgemacht, aber einige hat es übel gebeutelt und die meisten Sachen sind nicht an die Öffentlichkeit, weil man Vertraulichkeitsvereinbarungen gemacht hat. Inkompetenz mancher Kämmerer allerdings auch. Richtig, aber es ist natürlich eine Umverteilung von unten nach oben, wenn aus den kommunalen Einnahmen, mit denen sonst irgendwie Schwimmbäder oder Bibliotheken finanziert worden sind, dann wenige Finanzakteure ihren Bonus finanzieren. Das sind genau diese Effekte. Aber ich glaube, letztlich ist die Umverteilungswirkung genau das, eine der Wirkungen aus diesem übergroßen Wachstum. Das ist nur möglich, weil da eben bestimmte Produkte auch verkauft worden sind, die niemand braucht und die letztlich entscheidende Wirkung haben. Und das ist die logische Konsequenz, dass der Finanzsektor inzwischen einfach zu groß geworden ist. Er kann nur aufrechterhalten werden, wenn da eben sehr viel aus Realwirtschaft rausgezogen wird. Es ist kein Wunder, dass der große Boom an Finanzstandorten in den letzten Jahren stattgefunden hat und die Orte, wo industrielle Wertschöpfung ist, einfach immer weniger von dem Mehrwert haben, den sie eigentlich erwirtschaften. Und das muss uns Sorgen machen. Ich finde, das muss man korrigieren. Herr Dr. Lawert, eine Frage, die ein bisschen populistisch klingt, es aber gar nicht sein soll. In der Debatte um Ungleichheit geht es ja auch immer um die Gerechtigkeit der Einkommen und Vermögen. Also ist das eigentlich alles gerecht verteilt? Viele Leute verstehen nicht, warum Bezüge und Boni vieler Wirtschaftsmanager, Finanzmanager so viel höher sind als die eigenen. Können Sie das erklären? Können Sie das einordnen? Nein, nicht wirklich. Zumal mir auch da Inkonsistenzen auffallen, die ich zwar auch
bestenfalls erklären, aber damit nicht wirklich rechtfertigen kann. Also ich greife mal Ihr Beispiel auf. Nach meinem Verständnis ist das Gerechtigkeitsempfinden von Menschen weniger dadurch verletzt, dass es beachtliche Einkommens- und Vermögensspreizungen gibt. Das Gerechtigkeitsempfinden von Menschen wird insbesondere dann signifikant verletzt, wenn es den begründeten Eindruck gibt, dass Einkommen und Vermögen trotz geringer Leistung oder bei verweigerter Leistung oder nachweislicher Fehlleistung in erstaunlichen Größenordnungen gezahlt werden. Hm. So, da gibt es eine, wie ich finde, grundvernünftige, hohe Empfindlichkeit im Wirtschaftsbereich. Das betrifft übrigens nicht nur die Banken, das betrifft dann auch Unternehmen, die wir auch mit etwa bei der Automobilindustrie natürlich beobachten können. Während es eine erstaunliche Großzügigkeit im Bereich von Sport und Kultur, insbesondere der leichteren Kultur, gibt, also die vermeintlichen Helden, die haben einen Toleranzspielraum, den man dem mit oder ohne Anführungszeichen wertschöpfenden Wirtschaftssystem in gleicher Weise nicht zubilligt. Also, gut. Da sind wir dann wieder bei der Frage, darf ein Wirtschaftssystem die Verteilung des erwirtschafteten Sozialprodukts ausschließlich Märkten überlassen? So. Und die Logik unseres Wirtschaftssystems ist eigentlich zu sagen, nein, nicht wirklich, sondern es muss auch hier Korrekturmechanismen geben, die zum einen über Steuersystem erfolgen und zum anderen über Sozialsystem erfolgen und notwendigerweise braucht ja das Zweite, die Finanzierungshilfe des Ersten, also beides muss auch wieder in einem Verhältnis zueinander stehen. Wie es da hier jetzt aber auch wieder mit den Steuerungsmöglichkeiten und nicht nur Notwendigkeiten aussieht, sobald man die Debatte nicht mehr im nationalen, sondern im internationalen Kontext führt, wiederholt ein bisschen die Diskussion, die wir vorhin mal begonnen haben. Auch da, ich würde gerne Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Thema private Überschuldung richten. Wenn ich mal angucke, bei welchen Themen die Diskrepanz zwischen der Betroffenheit der Menschen, sowohl der qualitativen, was, wie schlimm ist das für die Menschen, als auch wie viele Menschen sind betroffen, ins Verhältnis setze zu der öffentlichen Debatte, dann ist die Diskrepanz bei dem Thema private Überschuldung enorm groß. Es sind etwa 7 Millionen betroffene Menschen. Das geht teilweise bis dahin, dass der Strom abgestellt wird, wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden. Und 7 Millionen ist viel. Im Volk von 80 Millionen. Und die Betroffenheit ist sehr intensiv. Aber es gibt eine ganz geringe gesellschaftliche Debatte. Die meisten Menschen haben Angst, darüber zu sprechen. Das ist tabuisiert. Und wir wissen aus den Statistiken, dass die meisten Leute nicht durch unverschuldet hohe Ausgaben reinkommen, sondern durch Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung oder Corona, also solche Schicksalsschläge sozusagen, wenn etwas dann nicht mehr läuft. Und das ist auch wieder nicht ein Problem von international und großen Finanzmärkten, sondern hat damit zu tun, kriegen die Leute die gute Beratung, die sie brauchen, können sie finanzielle Lasten loswerden und erlauben wir einigen Finanzmarktakteuren in Deutschland 40% Eigenkapitalrendite, insbesondere mit dem Geschäft mit den ärmsten Mitgliedern unserer Gesellschaft zu verdienen. 40% Eigenkapitalrendite, gerade in dem Bereich, da zeigt sich schon das, was ich mit dieser Umverteilungsmaschine meine. Ich finde, dieses Thema muss in Deutschland auf die Tagesordnung. Ja, dass es allerdings nie auf der Tagesordnung war, ist wieder eine der Übertreibungen, die man besser vermeiden sollte. Wir haben ja etwa das Thema Privatinsolvenzen und sowas auch parlamentarisch mehrfach behandelt. Auch mit befriedigendem Ergebnis ist wieder eine andere Frage. Aber für mich ist das eine der zahlreichen Beispiele dafür, dass die Sensibilität von Parlamenten in der Wahrnehmung von Themen eher besser ist, als man gemeinhin vermutet. Jedenfalls ist die Aufmerksamkeit an der Stelle ausgeprägter als in der breiten Öffentlichkeit. Ob das kann, ne? Ich meine auch die gesellschaftliche Debatte an der Stelle. Ja. Herr Dr. Lammert, eine Frage noch dazu. Finden Sie, wir reden zu wenig über Geld? Herr Schick hat ja gesagt, die Finanzthemen müssten raus aus der Fachnische. Finden Sie, die Deutschen reden zu wenig über Geld und haben Sie eine Idee, warum? Ich
Woran, bitteschön, soll ich das jetzt messen? Ob man über irgendetwas zu viel oder zu wenig redet? Das Thema ist aus den genannten und einer Reihe noch nicht genannter Gründe nicht irgendein, sondern ein besonders wichtiges. Und es ist sicher auch nie ein größeres Thema gewesen als heute, weil der relative Anteil der Finanzwirtschaft an unserem Sozialprodukt eine nie vorher auch nur geahnte, geschweige denn erreichte Größenordnung hat. Unter dem Gesichtspunkt ist die öffentliche Aufmerksamkeit nach wie vor zu gering. Das ist ganz herzlichen Dank. Wir haben 18.30 Uhr und würden ganz gerne auch noch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort kommen lassen und auf einige der Fragen eingehen, die gestellt haben. Es wäre zum Beispiel einiges zum Thema, jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen großen. Entschuldigen Sie, ich komme mit meinem Bildschirm hier gerade nicht zurecht. Okay, zum Thema Ungleichheit kam die Frage von, das mit dem Hochfrequenzhandel habe ich nicht verstanden. Wo ist da die Umverteilung und wo sind Ihre Lösungsvorschläge? Das ist eine Frage an Gerhard Schick, denke ich. Ich versuche es klar zu machen. Beim Hochfrequenzhandel ist es so, dass einige wenige Teilnehmer am Finanzmarkt häufig mit sehr hochtechnologischen Lösungen, also Servern, die ganz nah am Börsenstandort sind oder Glasfaserkabel etc., eine Geschwindigkeit im Millisekundentakt erreichen und damit so eine Art Überholstrategie fahren. Das führt dazu, dass die Rendite, die sie erwirtschaften, zulasten derer geht, die langfristig am Markt investieren. Denn immer wenn die über ihren Fondsanbieter oder selber einen Kauforder losschicken, ist der Hochfrequenzhändler schneller und kann antizipieren, dass es da eine Order gibt und entsprechend einen Preisvorteil realisieren. Das ist inzwischen eigentlich in der Wissenschaft gut rausgearbeitet, dass die Rendite zulasten aller anderen Marktteilnehmer geht und dass die Fairness beim Börsenhandel nicht mehr gewährleistet ist. Und deswegen glaube ich, an dieser Stelle muss es entweder durch technisch-regulatorische oder durch eine Finanztransaktionssteuer ein Ausbremsen geben, das wieder zu einer fairen Preisstellung für alle Beteiligten führen würde. Das heißt, kann man durch zwei Sachen machen, entweder durch eine steuerliche Lösung, die eben ganz kurzfristige Geschäfte sehr teuer machen würde, oder man sorgt für eine veränderte Preissetzung an der Börse, nur zu bestimmten Zeitpunkten sozusagen, dann bringt diese Überholstrategie zulasten der langfristig orientierten keinen Erfolg mehr. Eine Frage an Herrn Dr. Lammert. Der fragt, warum bringen Untersuchungsausschüsse im Parlament häufig nur so minimale Ergebnisse aus Sicht der Bürger? Sie als langjähriger Parlamentarier, können Sie dazu was sagen? Naja, auch da bin ich ein bisschen vorsichtig, was diese allgemeine Schlussfolgerung angeht. Untersuchungsausschüsse sind keine Gerichte, sind aber auch keine Fachausschüsse, sondern sind eine Kombination des einen mit dem anderen. Das heißt, sie haben Instrumente, die normalerweise einem politischen Gremium nicht zur Verfügung stehen, aber sie sind weder befugt noch in der Lage, letzte Wahrheiten zu ermitteln, noch daraus rechtsverbindliche Schlussfolgerungen herzuleiten. Ihre wesentliche Funktion besteht eigentlich darin, die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen tatsächlichen oder vermeintlichen Skandal zu richten und daraus aufgrund der vorgetragenen Sachverhalte und der Geschäfte mit dem Gegenstand die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Untersuchungsausschüsse haben manche politische Karrieren beendet, übrigens auch manche beschleunigt durch die Profilierung, die dann Parlamentarier in diesem Zusammenhang gewonnen haben. Und ich weiß gar nicht, ob es inzwischen irgendeine zusammenfassende wissenschaftliche Beschreibung der Bedeutung von Untersuchungsausschüssen gibt. Wir haben ja einige Dutzend seit 1949 gehabt.
Meine Erwartung, wenn es dies denn gäbe, wäre, dass das Gesamtergebnis eher freundlicher ist, als es in der Frage zum Ausdruck kommt. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Beide Untersuchungsausschüsse, die ich miterlebt habe und initiiert habe, hätte ich natürlich gerne wesentlich mehr erreicht. Aber insgesamt bin ich sehr stolz auf das, was wir dort erreicht haben und würde sagen, jede Stunde Arbeit hat sich da gelohnt. Ganz herzlichen Dank. Eine weitere Frage kommt von der ein aktuelles Thema aufgeworfen hat. Wie beurteilen Sie mit Blick auf Wirecard die aktuellen Reformvorschläge, die da kommen? Ist das durch den parlamentarischen Betrieb noch in den Griff zu bekommen? Gerhard Schick. Ja, das sind jetzt schon mit dem Aktionsplan, den Minister Scholz vorgelegt hat, einige Sachen, die in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, es wird noch manche Ergebnisse aus dem Untersuchungsausschuss geben. Was ich irritierend finde, ist eben, dass fast alle Punkte, die da jetzt vorgeschlagen werden als Konsequenzen aus Wirecard, längst schon vor Jahren bekannt gewesen sind und dieselben Vorschläge auch schon auf dem Tisch gelegen haben, aber nicht durchgesetzt worden sind. Also man hätte eigentlich diesen Skandal Wirecard vielleicht nicht in der ganzen Sache, aber wesentlich früher hätte man diese Sache verhindern können, wenn eben zum Beispiel beim Thema Wirtschaftsprüfung es nicht die Wirtschaftsprüferlobby geschafft hätte, die Reformvorschläge von 2010 komplett auszubremsen. Das finde ich das Irritierende an dem Thema. Schönen Dank. Und noch eine Frage an Herrn Dr. Lammert. Hier fragt, Lobbyismus nivelliert sich doch nicht. ATTAC, also das ist ein NGO oder Campact, wird die Gemeinnützigkeit aberkannt und finanzstarke Profiteure haben es einfacher sozusagen, das kann das nicht richtig lesen hier, haben es einfacher in ihrem sich durchzusetzen. Sollten sich da nicht alle politischen Instanzen gemeinsam dagegen richten? Also auch hier eine Lobbyfrage wieder, wo es im Prinzip um die Frage geht, kann man die Lobby der einen Seite gegen die Lobby der anderen Seite aufrechnen? Das war so ein bisschen was Sie eben im Gespräch nahegelegt haben. Also mit Blick auf Interessenvertretungen müssen wir zwei Punkte voneinander unterscheiden. Das eine ist die Frage, welche Interessen können sich überhaupt legitimerweise an welcher öffentlichen Auseinandersetzung bis hin in den parlamentarischen Bereich betätigen. Anfang im Prinzip alle, aber zugegebenermaßen nicht alle mit gleichen Erfolgsaussichten, weil es unterschiedliche Hebelwirkungen gibt, die mit der Art des Interesses, der Anzahl der organisierbaren Interessenten zusammenhängen. Die andere Frage, die damit kausal überhaupt nichts zu tun hat, ist die Frage der Gemeinnützigkeit. Und völlig unabhängig von der Frage, ob jetzt eine Organisation wie ATTAC, im Übrigen natürlich nicht von der Bundesregierung, sondern von zuständigen Instanzen, die Gemeinnützigkeit attestiert oder aberkannt bekommt, bleibt deren Möglichkeit der Beteiligung an öffentlichen Diskursen davon ja völlig unberührt. Auch andere können, ohne über Gemeinnützigkeit zu verfügen oder diesen Anspruch zu reklamieren, ihre aus ihrer Sicht legitimen Interessen vortragen. Ganz herzlichen Dank. Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Frage an Sie beide richten. Als Schlussfrage sozusagen, ein bisschen wünscht ihr was spielen. Herr Dr. Lammert, wenn Sie mitten in der Finanzkrise 2007, 2008, also in der akuten Phase, einen Wunsch frei gehabt hätten als Parlamentarier, was hätten Sie sich damals am dringendsten gewünscht? Mehr Zeit. Ja, mir ist die gespenstische Situation noch sehr präsent, wie die Kanzlerin mich damals, ich war auf einem Auslandsbesuch, anrief, um mich vor der unmittelbar bevorstehenden Sondersitzung der Staats- und Regierungschefs in Kenntnis zu setzen und mit mir mal den Ablauf der nächsten Plenarsitzung zu besprechen, bei dem ein noch gar nicht entwickelter, sondern bei dieser Sondersitzung zu besprechender
internationaler Finanzschirm national implementiert werden sollte. Und ich kürze das Ganze mal ab. Am Ende haben wir in einem völlig beispiellosen Verfahren zwischen montagsvormittags und freitagsmittags einschließlich des Bundesrates das bis dahin größte Finanzpaket aller Zeiten beraten und beschlossen. Und nichts hätte ich mir in dieser Situation mehr gewünscht, als mehr Zeit zu haben, die Lage sorgfältig zu analysieren, die dafür geeigneten Maßnahmen sorgfältig zu identifizieren und eine daraus mit hinreichender Sicherheit herzuleitende Größenordnung auch der Maßnahmen bestimmt. Ganz herzlichen Dank, Gerhard Schick. Sie hatten ein bisschen den Vorteil, dass Sie jetzt einen Augenblick Zeit hatten zu überlegen. Was hätten Sie sich gewünscht? Also ich finde die Antwort spannend, weil mir ein Unterschied sehr nochmal eine Lehre gewesen ist. Der amerikanische Kongress hat in derselben Situation dem Finanzminister als erstes Mal Nein gesagt, als der mit einem unverschämt einfachen Vorschlag auf den Tisch kam, nämlich genehmigt mir das ganze Geld ohne Bedingungen. Und da haben die US-Parlamentarier gesagt, also es mag brennen an den Finanzmärkten, aber das geht nicht. Wir nehmen uns die Zeit und haben in einer Woche so viel reinverhandelt an Bedingungen und Grenzen und Offenlegungspflichten, was uns nachher ermöglicht hat, überhaupt etwas über diese Krise zu erfahren. Und deswegen würde ich sagen, sehr spannend auch sozusagen, ich hätte mir gewünscht als Parlamentarier, dass wir ein klares Bewusstsein haben, können wir nicht auch ein paar Tage uns noch Zeit nehmen, um bestimmte Bedingungen auch einzufordern, was neue, also Reformen sozusagen ermöglichen würde. Denn wir hätten manches Problem nachher mit Lobbyismus gar nicht diskutieren müssen, wenn wir in der Stunde der Not direkt ein paar Regeln für die Zukunft fest verankert hätten. Wir haben die Krise zu wenig genutzt damals und später war der Druck nicht mehr so groß. Das ist dann meine Erinnerung an diese Zeit. Also einmal mehr Zeit, einmal mehr Regeln. Liebe Gäste, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, unsere Zeit ist rum. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die muntere Diskussion und für Ihre Beiträge. Wir haben gelernt, es bleibt viel zu tun, aber es lohnt sich, Finanzthemen nicht nur den Experten zu überlassen. Das gilt im Parlament wie auch außerhalb. Denn Demokratie ist ja schließlich, wenn viele mitreden. Mir bleibt Ihnen noch einen angenehmen Abend zu wünschen und nochmal herzlichen Dank zu sagen. Schön, dass Sie dabei waren und bleiben Sie gesund. Tschüss.